Tja, so wieder bei Pokémon Ranger 2. Beim letzten Mal haben wir, die Gelb-Gelbe zwar bekommen, aber direkt danach wieder verloren. Also eigentlich haben wir sie nicht bekommen. Aber wir haben Bodo gerettet, das ist doch immerhin etwas. Und nun dürfen wir erstmal wieder auf Patrouille gehen, ein paar Sachen fangen und so weiter und so fort. Ich würde auch sagen, wir werden jetzt erst einmal überall mal hinfliegen, wo die ganzen Aufträge sind und mal gucken erstmal, was die wollen. Damit ich vielleicht die Pokémon in anderen Aufträgen schon holen kann. So, deine Angel wurde ins Meer gezogen und ist verschwunden. Und der hier hat eine Amoroso gesehen. Das heißt, im Idealfall kann ich das Amoroso einfach mal mitfangen direkt. Jetzt muss ich aber kurz mal ins Verzeichnis gucken. Haben wir jemals schon mal Amoroso gefangen? Ich weiß ja, Ammonitas, aber nicht Amoroso, ne? Na, ich suche mal kurz. Name mit A. Ammonitas, ja. Na gut. Dann auf nach Havebrück zu den Angelern. Dann versuche ich die Angel zu holen. Und vielleicht finde ich zwischendurch sogar noch Omo und Amoroso. Ich hoffe, die sind dann auch im gleichen Meer einfach. Das wäre praktisch. Wie gesagt, wir haben jetzt eh noch eine ganze Menge Missionen zu tun. Wenn jetzt Nibel erstmal so lange behalten, bis wir alles durch haben, dann holen wir uns noch das Traunfugil und dann. Joa. Gucken wir mal. Smogmog darf auch einmal mitkommen. Ich finde schön, dass Nibel einfach nur rumhüpft die ganze Zeit. So Ninja-mäßig und dann erstmal nur hüpfen. So, müssen wir einen richtigen Angler erstmal finden. Was macht Dodo denn hier? So, du bist der. Du hast immer Rose, aber das könnte entwischen. Natürlich, eine bessere Nachricht fällt dir nicht ein. Nur so ein prähistorisches Pokémon. Wie sollte überhaupt noch eins existieren? Sind vor langer Zeit ausgestorben. Okay, Rezeptor. Ranger, kannst du mit deinem Boot auf das Meer des Weilert hinausfahren? Tauchen und dann nach einem Amoroso suchen. Okay. Meer des Weilert. Ich wollte nur wissen, wo es ist. Jetzt muss ich den Typ besser finden, der seine Angel verloren hat. Bist du das? So, du musst mich anhören. Dieser Captain hat mir ein Boot rausgebracht. War so Angel, der Schwamm ist vorbei. Zack, hat es aber Haken. Das war groß. Mit dem groß meine ich riesig. Das ist mir die Route direkt aus der Hand. Längst verschiedener Vater hat mir die Angelroute vererbt. Jetzt liegt sie auf dem Meeresgrund. Ich habe meine kostbare Angelroute an einen Weilout verloren. Da bin ich mir sicher. Haha. Bitte verzeih mir, dass ich hier diese Weilout-Geschichte so skeptisch schaue. Aber wie ich schon sagte, betrachte die Angelroute als verloren. Kann sie nicht aufgeben. Als das Weilout mit meiner Angel abgehauen ist, nahm es auch um einen Schwimmer mit. Es war ein von Herrn Holzwart persönlich gefertigtes Kunstwerk. Aber es ist einfacher gesagt als getan. Das Meer ist schließlich kein Planschbecken. So streiten wir schon die ganze Zeit ohne wirkliches Ergebnis. Hier kommst du ins Spiel, Ranger. Ich glaube, du kannst etwas unternehmen. Suchst du bitte nach meiner Angelroute? Ja. Das wollte ich hören. Mein Angel ist im Meer des Weilort in der Nähe des Ölfeldes versunken. Okay. Das ist schon mal gut, dass wir beides im gleichen Meer machen müssen. Bringst du mich zum Meer des Weilorts? Ja. Das heißt, wir suchen Amoroso und dann noch die Angel. Gut, dass wir die mehr oder weniger kombinieren. Aber Moment. Ja, aber ich behalte ja meinen Amoroso, ne? Ich wollte ja sagen, wie nehme ich denn das Amoroso vom Wasser ans Land mit? Aber es sollte ja schon gehen. Wenn ich es ja theoretisch im Wasser habe, kann ich es ja einfach mal wieder rausholen, oder nicht? So, in der Nähe des Ölfeldes. Suchen wir einfach mal. Da wollte ich nicht rein. Das war ja irgendwo eine Stelle, wo ich zertrümmern brauchte, ne? Das machst du nicht gerade lange, mein Liebes. Vielleicht sind jetzt hier ein paar neue Pokémon. Ich kann hier zertrümmern bekommen. Oh, ich habe ein Level-Up. Gleich. Bald. Noch nicht. Vielleicht noch so 600, 700 Punkte. Noch Zertrümmerer? Ja. Zertrümmerer mit der VM Tentoxa. Ja, Toxa war das, was so ausrastet beim Angreifen. Was doch sehr witzig aussieht. Schießen. Aber das reicht dann wohl fürs Level Up. Ja, 600 Punkte war sogar ziemlich gut geschätzt. Was hat denn Tentoxa überhaupt? Zertrümmern 2.
So, du hast auch nur zertrümmern, glaube ich. Moment. Wie viel zertrümmern hat denn das Alabis? 3. Ich glaube, ich brauche 4. Ah, das war gar nicht mein Landturm. Ja gut, ich gehe jetzt auch einfach. Bin gerade gut aufgefüllt. Sollte schon passen. So. Kann ich auch hier einfach hochschwimmen? Oh ja. Simon hat Löschen. Löschen unter Wasser ist sowieso beste Fähigkeit. Na, jetzt ist die große Frage, wo finde ich ein Pokémon? Also mir wurde ja schon gesagt, dass Tohaido am Anfang das kann, oh, da kann ich nicht hoch. Das konnte zertrümmern 4. Da müsste ich wahrscheinlich auch erstmal den ganzen Weg ins Meer, in dieses Meer zurückschwimmen. Das ist so eklig, wenn man erst in das andere Meer wieder zurück muss, um dort dann sich das Tohaido zu holen oder so und dann hier nochmal hin zurück. Ja, zertrümmern 4. Ich gucke mich erstmal hier so ein bisschen um. Vielleicht finde ich irgendwo ein Pokémon, was das machen kann. Und danach kann man ja mal noch dann zurücklaufen. Wäre natürlich ärgerlich, aber was will man machen? So, hier ist auch sonst nichts weiter. Lass mich raten, du hast die Angel, ne? Ich schnapp mir erstmal das Mantax. Ich glaube, ich gehe mal aufs Ölfeld. Und guck mal, ob da noch was Neues rumliegt. Das war schnell gefangen. Aber gut, anscheinend sehr, sehr altes Pokémon. Oh, zu viele Pokémon hier. So, schauen wir mal, ob auf dem Ölfeld noch irgendwas ist. So, Mantax. Do your thing. Ah, hier waren die ganzen... da war durch. Die ganzen Baldorfisches. Au. Aber zumindest hat man so unter Wasser eine viel bessere Steuerung. Aber hier ist auch nichts weiter. Au. Nee. Ob das Seedra King eventuell zertrümmern 4 hat? Na komm, geh drüber. Wenn ich drüber nachdenke. Hm. Das wäre vielleicht das Pokémon. Du hast ja Löschen, haben wir gesagt. Hab ich schon mal Seedra King gefangen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ja, ich weiß. Geben wir uns mal das Mantax. Nicht das Mantax, das Seedra King holen. Nein, lass mich. Wo geht der den Weg denn hin? Wo führt mich das hin? Das ist ein neuer Gang. Ja, hallo Tohaido. Genau dich such dich. Perfekt. Ja, gut. Komm bitte wieder zurück ins Bild. Immerhin macht er mir keinen Schaden mehr. So. Ja gut, so komme ich auch da hier oben dran. Dann würde ich vielleicht sogar eher noch erst da nach oben gehen. Dass ich mir vorstellen kann, dass wenn ich das Ding fange, er mich vielleicht sogar direkt rauswirft. War der Gang auch schon vorher da? Habe ich den einfach nur perfekt übersehen beim letzten Mal, als ich hier war? Oder war da vielleicht dann versperrt einfach? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, weil jetzt können wir da eigentlich voll easy einfach durch. So, einmal bitte zertrümmern.
Ja, einfach den Stein aufgefressen. So macht man's. Und jetzt ist sicher einfach hinten in irgendeiner Sackgasse einfach so ein Amoroso. Ja, nach Sackgasse sieht das hier nicht so aus. Da haben wir zerschneiden. Gut, dass ich noch einen. Nein. Gut, dass ich noch einen Starmie habe dafür. Ich muss erst mal wieder zurückkommen und wieder einen Mantax holen. Bitte lass hier oben einfach ein Mantax sein. Oder ein Valmar. Why not? Vielleicht kann ich auch auf Valmar surfen. Ja, greif du mal an in der Zeit. Kann ich mich ja schön aufladen. So. Es ist so ein langsames Pokémon und ich schaffe es nicht, da in Ruhe meine Kreise um den herum zu ziehen, ne? So. Wenigstens habe ich keinen Schaden genommen. Naja, aber du hast nur Tackle. Aber zumindest haben wir es schon mal fürs Verzeichnis. Oh, bitte lass hier unten irgendwo ein Mantax rumstehen. Mantax? Please? Natürlich nicht. Also nochmal zurück und Mantax holen. Nein! So, man tut nicht in das Landturm rein. Das war gut, dazwischendurch einfach mal gequetscht. Ja, ich weiß, dass das Sidra King was hat. Ist gut, Spiel. Muss mir nicht immer alles doppelt und dreifach zeigen. Ja, das hat's gebracht. Aufladen. Ah, ne, ich lass los. So. Wahrscheinlich habe ich jetzt zu viel. Ne, gar nicht. Ja, aber gut, ich habe ja meinen Magnetilo unter Wasser nicht. Ich habe so ein Lampi fangen müssen, so für die Memes einfach dann. Das Lampi ist dann das Magnetilo unter Wasser. Und irgendwann, wenn wir Magnetilos Hilfe brauchen... Wenn wir dann keine Heilung mehr haben und ohne diese Heilung wahrscheinlich dann verkackt hätten. Und Magneto hat uns dann ganz am Ende nochmal gerettet. So. No! Verdammt! Da geht es nicht lang. Tentoxa, ich würde sagen, ich gehe. Bitte sei mir nicht böse deswegen. Ah! Unterwassersteuerung. Touchpen-Steuerung. Bin ich ehrlich gesagt kein Fan von. Ich bin ein richtig harter Retro-Gamer. Ich will meine Knöpfe haben. So. Und jetzt ist hier unten Amoroso? Nein. Ist es nicht. Lass mich raten, das Amoroso ist nur da, wenn ich den Missionen annehme. Also das ist schon ein bisschen dämlich. Dass es sonst nicht da ist. Weißt du, sonst in jeder anderen Mission. Ja, okay, du kannst ja schon mal die und die schon mal holen. Damit du da schon ein bisschen vorarbeiten kannst, damit du die nur noch abgeben musst. Aber in dieser Mission, nee, du musst die Mission schon machen, damit du das Pokémon bekommst. Das andere wäre ja langweilig. So, wo muss ich jetzt hin? Oder wie muss ich da hin? So. Ich hab die Angelroute wieder. Und Sidra King. Wollte auch noch was von mir. Wir dich nicht schon mal versucht zu fangen und du hast dann eklige Sachen gemacht.
Ja, mir dämmert so ein bisschen. Gerade so noch gesaved. Ich will jetzt schon mit meiner Zweierladung fangen. So. Geht doch. Wow. Das war eine Menge Erfahrungspunkte. Was kannst du eigentlich? Zertrümmern 4. Yay. Just what I needed. Aber anscheinend hatte ich schon mal eins gefangen. Wahrscheinlich irgendwie storybedingt oder so. Na gut. Dann wieder zurück. Aber wenigstens weiß ich, ich komme relativ schnell hierhin wieder hin. So, irgendwo hier muss ich, glaube ich, auftauchen, ne? Ja, da rechts. Ja, zum Boot zurückkehren. So, Kollege. Habt die Angel bekommen. Was sagst du jetzt? Aber ein Wailord war das nicht, nein. Zumindest war da kein Wailord mehr in der Nähe. So. Hier ist eine Angel. Oh, das ist sie. Das ist meine Angelroute. Du bist klasse, danke. Sieh mal, sieh dir das an, Captain. Dort hat das Wailord angebissen. Sieh doch mal. Ob es wirklich das Wailord war oder jetzt nicht? Na, lassen wir mal so stehen. So, was bekomme ich jetzt Schönes? Irgendeinen Schutz wahrscheinlich wieder. Psychoabwehr. Joa. Das hat mir gut gegen Cresselia geholfen. Nicht, dass ich Cresselia viel Schaden genommen hätte, aber es hätte gut geholfen. Dank dir, Ranger, habe ich meine Angeln nun noch heil und wohlbehalten wieder. Ich gehe jetzt sofort mit ihr angeln. Nächstes Mal werde ich meinen Fang an Land ziehen. Viel Spaß. Versau's nicht nochmal. So, dann machen wir jetzt den anderen Auftrag eben. Hör mich an. Du hast einen Omoroso gefangen, ja. Aber das Kind will dir nichts glauben. Kinder glauben heutzutage auch gar nichts mehr. Ja. Ja, ich gehe runter und suche nach einem Omoroso. Prima, kannst du einen Omoroso fangen? Dadurch bekommen seine Daten in ein Verzeichnis. Wird das als Beweis ausreichen? Achso, stimmt, ich muss gerne das Pokémon vorbeibringen. Das reicht ja, wenn ich ein Verzeichnis habe. Wäre das Spiel nett, hätte es das Amoroso auch schon vorher dahin getan, wo ich es vermute. Aber nein. Ich alles theoretisch in einem Abwasch machen können. Aber hey, gehen wir mal ins Wasser. Ist eh aktuell ziemlich heiß. Ich merke, dass diese Woche jetzt so 30 Grad sind. Da ist so ein kleiner Tauchgang vielleicht gar nicht mal so blöd. Würde ich auch gerne mal wieder. So. Bin früher auch gerne immer mal tauchen gegangen. Oder allgemein halt ins Schwimmbad. Wäre immer schön angenehm. So gerade im Sommer. Na? Okay. Gerade wollte er erst nicht rein, aber jetzt schon. So. Nehmen wir das Mantax am besten auch direkt gleich mit. Dann müssen wir nicht gleich wieder doppelt schwimmen. So. Lässt sich so schon leicht fangen. Oh, das wo liegt. So, jetzt kann er mal ein Tintoxa gehen. Ich habe schön 6 verschiedene Pokémon. Bin mal gespannt, ob wir noch eine Unterwasserpassage finden. Ich denke mal nicht. Könnte mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwo was Unterwassermäßiges kommt. Sache ist aber, damit hätten wir dann wahrscheinlich so ziemlich alles an Unterwassermissionen. Stami, lass das. Ich gehe. Also ist zwar schön und gut hier und da, aber die Steuerung ist das, was mich hier noch am meisten stört. Von daher bin ich gar nicht mal so schade drum. Wasserlevel und Eislevel in Jump'n'Runs. Nope, einfach nur.
Schnell, Mantax! Saved bei Mantax. So. Gucken wir doch mal. Oh, guck mal, da ist ein Amoroso. Das war eben aber noch nicht da. Hätte ruhig schon da sein können. So, was machst du? Du machst Seifenblasen. Und Blubstrahl. So. Einfach schnell gefangen und gutes. Jo. Sehr schön. Dann können wir wieder gehen. Nein, nicht in das Stami rein. Nein, Stami, ich möchte nichts von dir. Keine Sorge. Ich möchte nicht deinen Seesternsaft klauen oder so. Ja, genau der Seesternsaft. Soll ich in das Landhorn, nicht in das Landhorn? Ja, okay. Ein paar haben wir unten noch zum Ausweichen. Nicht in das Seemond, nicht in das Zetoxa. Einfach an allen schön vorbei. So, einen Seemond haben wir, glaube ich, hier noch zum Ausweichen. Ja. Gut ausgewichen. 10 out of 10. Would dodge again. Oder so. Okay. Nehmen wir den oberen Weg. Ich glaube, da komme ich leichter durch, anstatt hinten an den ganzen Pokémon nicht vorbei zu mogeln. Nevermind. Hier stehen Seemon und Tentoxa rum. Und tschüss. So, und schnell durch. Und raus hier. So. Hätten wir auch die Unterwassermission mal wieder geschafft. Ich denke mal, ein paar Unterwassermissionen werden später vielleicht noch kommen, aber keine neuen Unterwassergebiete. Weil, wenn wir es auch nicht mehr groß, was wir dann noch hätten neu erkunden können, ne? Aber ich glaube eh, die nächsten Missionen sind dann, also die späteren Missionen sind wahrscheinlich einfach nur, geh dahin und geh noch dahin und hol mir genau die drei Pokémon. Dauert vielleicht nur eine Stunde, die alle zu holen, aber do it. Oder so. So. Hier hast du dein Amoroso. Nun, Ranger, hast du meinen Amoroso schon gefunden? Siehst du, ich sag dich doch, sag dich nicht, dass es da einen Amoroso gibt. Das hast du nicht gelogen, oder? Kleiner? Na, sowas, jetzt schmollt er. Welke, beim ersten Mal war es genau andersrum, nach dem Motto, hier, ich habe einen Luminion, glaube ich, gesehen. Und der andere glaubt ihm nicht. Und er so, ich habe Amoroso gesehen. Und der andere glaubt ihm nicht. So. Power-Up-Daten. Was kriege ich denn diesmal Schönes? Ruhkraft. Okay. Was haben wir da? Versteckt Funkom-Power, wenn Energie im orangenen Bereich kommt. Okay. Das ist cool. Sprich, wenn ich wie immer wieder voll auf die Schnauze bekomme, krieg ich voll aufs Maul. Nee. Eben nicht. Weiß mal, ritt mir hier. Melde dich an deine Patrouille bei der Vizevorsitzenden Gerda. Ja, das hatte ich sowieso vor. Das musst du mir nicht extra sagen. Aber meine Patrouille ist noch nicht zu Ende. Ich habe da noch so ein paar Missionen. Ich glaube noch. 3 oder 4. Ich kann mir jetzt erstmal einen Staraptor nochmal holen und dann können wir hier oben in Haverbrück erstmal den Part beenden, nachdem ich dann gleich nochmal gucke, wo wir noch alles hin müssen. Nein, Dodo, geh weg. Dodo, geh weg. Dodo, sei nicht so blöd. Lauf nicht immer in mich rein. Ich bin echt zu blöd, diese Staraptoren zu fangen. Besser ein Staraptor als ein Velociraptor. Bei Velociraptoren sind schon coole Viecher. Ich würde keinen als Haustier halten wollen, aber die sind schon coole Viecher. So. Komm mal hier rein. Ich glaube, hier ist ja nämlich der Speicherpunkt. Und heilen können wir uns nebenbei auch noch. Wenn wir gerade schon hier sind. So, wo dürfen wir denn beim nächsten Mal denn alles jetzt noch hin?
Da sind 4 Missionen, sogar 5 Missionen insgesamt. So, wir haben eine im Harubadorf. Wir haben eine im Harubadorf. Wir haben eine im Harubadorf. Und eine in Brisenau. Da würde ich schon fast sagen, wir machen zuerst die in Brisenau. Und dann die 3 im Harubadorf. Da gucke ich mir natürlich erstmal an, was die wollen. Und dann, ja. Aber ich würde sagen, das war es erstmal von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.